sind hier immer noch im Vorbereitungspatch für Shadowlands. Wir sind auf Mejagon, haben gestern ein paar Materialien eingesammelt. Reise in die Sicherheit. Besiegt die plündernden Drogs und bergt Mekatrils Rettungskapsel. Warum haben sie die klauen lassen? Idioten. Hier drüben. Kann man das hier reparieren? Was ist das? Nö, kann man nicht. Also wir können sie jedenfalls nicht. Und nu? Mein Hummer ist vielleicht nicht schön, aber er hat das, worauf es ankommt. Was müssen wir jetzt machen? Rostauge der Schlau getötet. Wo soll der denn sein? Hä? Mechanisierter Krabbler, das ist jetzt scheinbar irgendeiner, der zu uns gehört. Schrotthund. Aufladestation. Was können wir hier jetzt machen? Ihr wollt aufladen, das kostet. Das kannst du abhaken. So, ja, Rostauge würde ich mal sagen, dass der hier drüben irgendwo bei den Trocks ist. Da drin vielleicht. Nö. Da hinten hin müssen wir jetzt. 600 Meter, okay. Ganz da hinten. Hier. Flammenrübser. Ja, mit Flächenschaden kommen wir hier gar nicht weit. Alter Schwede, die machen hier Party oder was? Was hat der hier? Erdschild. Nahkampfangriffe heilen das geschützte Ziel. Rostauge ist da drüben. Oh, das war einiges, was wir jetzt gekillt haben. Da geh mal vor. Alter! Wo kommt der denn auf einmal her? Wir haben die Kapsel. Zurück zum Rostbolzen. Alles klar. Kapsel abgeliefert. Auf, bei Fuß. Wo bleibst du denn? Ja, mit dem Pfeil, mit dem Marker hier, das ist noch ein bisschen verwirrend. Wo ist er denn da?
Das ist. Mein Hummer ist vielleicht nicht schön, aber er hat das, worauf es. Das ist ein kleines bisschen verwirrend mit dieser komischen Kapsel. Mit diesem komischen. Marker hier. Aufgabe erledigt. Meldet euch, wenn ihr unsere Fahrzeugkenntnisse braucht. Jo, mach ich. Was kann ich für euch tun? Bitteschön. Die Konstruktion läuft planmäßig weiter. Christi kümmert sich um die biomechanische Integrität des Insassen. Besser, stärker, weniger tot. Beschafft den neuralen Beschleuniger, den elektromagnetischen Omni-Verstärker und fluxgeladene Servos von den unkontrollierbaren Einheiten. Den Insassen zu reparieren wird modernste Technik erfordern. Ich erwarte eure Rückkehr. Also jetzt doch hier Trox killen oder was? Nee. Hä? Ach, hier oben. Elektrischer Omni-Verstärker haben wir. Das nächste ist da drüben. Der ist hier unten. Was willst du eigentlich, Freund? Freundchen, Freundchen, Freundchen. So, nächster Gegenstand und der letzte ist irgendwo da hinten. Warum kriegen wir da eigentlich keine keinen Ruf bei den. Du komm mal mit. Bei Mechagron. Wir questen doch hier. So, wir haben alles. Dann einmal zurück, bitte. Also normalerweise Musik müsste hier eigentlich Heavy Metal sein. Können wir das hier reparieren? Nö, ich steuere hier gar nichts bei. So, da. Bitteschön. Erwarte Benutzereingang. Weiter. Diese Komponenten müssen modifiziert werden. Bis dahin benötigt Erasmus eine Unterstützung. Echt jetzt? Er sammelt Daten von Gnomen und Mechagnomen im Mechagon. Die Daten von euch sind für meine Berechnungen immens wertvoll. Okay. Interaktion initiiert. Stellt eure Annahmen immer in Frage. Wir machen. Verzeihung, also, habt ihr etwas gesagt? Irgendwie ist es ja schon Beschiss vom Blizzard, dass wir keine Erfahrungspunkte, keine Rufpunkte hier beim Mechagon bekommen. Weil wir machen ja nicht nur für die Gnome, also Mechatrill jetzt die Quest. Wir sollen ja auch hier für den
für den Prinzen hier Quests machen. Seid ihr aber groß. So, hier noch. Erwarte euren Input. Bis zum nächsten Mal. Niemand so. Ist perfekt. Faszinierend. Eure Hilfe wird hochgeschätzt. Bitte gebt diese Daten Christi zur Analyse. Da hast du sie. Mentale Abstimmung. Aktiviert das Synchroskop, wenn Christi euch Bescheid sagt. Ausgezeichnet. Jetzt synchronisieren wir mit den Daten die Einheiten mit den Neuraloszillationen des Subjekts. Startet das Synchroskop. Erstaunliche Gamma-Amplitude in dieser Sequenz. Ein paar Anpassungen sollten sein logisches Denken verzehnfachen. Wir mögen ihn aber so, wie er ist. Zu viel Logik könnte ihn sein Herz kosten. Eine belanglose Priorität. Man doch Perfektion erreichen könnte. Aber wenn ihr wollt, erhalte ich seine bisherigen Funktionen. Mit allen Mängeln. Öffne die Rettungskapsel. Da ist Mecha drin. So, beenden. Ein starkes Herz bergt den Funkenreaktor und schließt Mechadrills Prozedur ab. Findet Kelsey. Da drüben. Ja, nerv mich nicht. Also den hier muss ich jetzt killen. Bringt das in die Stadt. Schnell. Ja. Wir müssen diesen Roboter Manieren beibringen. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Funkenreaktor abgeliefert. Warum fliegst du Trottel eigentlich die ganze Zeit da drüber? So. Bitteschön. Der Reaktor ist eingerastet. Flip, ihr seid dran. Ausgezeichnet. Ich muss nur schnell den Schaltkreis kalibrieren. Erledigt. Nur zu. Leg den Schalter um. Ach, wir sollen das jetzt machen. Und wenn er stirbt, sind wir dran schuld. Wiederbelebung erzeugt einen starken elektrischen Schock, um den normalen Herzrhythmus wiederherzustellen. Hat es geklappt? Ja, hat geklappt. Es hat geklappt? Wo bin ich? Was ist passiert? Der Angriff auf Dazar'alor. Ich bin euch äußerst dankbar, Prinz Erasmin. Euch auch, Kelsey. Und euch, Champion. Wir hätten es ohne die Leute von Mechagon nicht geschafft. Und ich glaube, ich weiß, wie wir uns revanchieren können. Was sollen wir denn noch alles machen, hm? Der Widerstand bleibt standhaft. Aufstieg. Beseitigt die verbliebenen Verteidiger in Mechagon. Viele abtrünnige Bots streifen noch durch die Stadt. Eure Hilfe bei ihrer Beseitigung wäre sehr willkommen. Nun denn, auf zur Schrottverwertung. Also ich glaube, dass das eine Instanz ist, also ein Szenario. Deswegen, morgen machen wir weiter.